Hallo aus Mannheim, und zwar bin ich hier heute auf dem ehemaligen Kasernengelände und hier entsteht ein Projekt, das heißt Umbau Törli, und es ist ein soziales und ökologisches Projekt, das auch von ProKlima unterstützt wird. Und zwar wurde hier die Luftdichtung vom ProKlima-Team geplant und auch mit ProKlima-System wurde die Luftdichtung verarbeitet. Und heute hat Holger Merkel mit seinem Team, also mit seinem Kollegen Jochen Götz, überprüft, ob die Luftdichtheit auch stimmt, also ob die Gebäudehülle auch dicht ist. Ihr seid ja ein Blower-Door-Mess-Team und habt heute 12 Messungen durchgeführt bei einem Mehrfamilienhaus. Warum 12 Messungen für ein Haus? Normalerweise wird ja ein Gebäude insgesamt gemessen, auch ein Mehrfamilienhaus, weil die energetische Bilanzierung immer über das Gesamtgebäude, über die Gebäudehülle geht. In dem Fall haben wir hier Laubengangerschließung, das heißt, wir haben außen Treppenturm und die einzelnen Wohnungstüren sind direkt über außen erschlossen. Das heißt, man hat keine Verbindung zwischen den einzelnen Türen. Das heißt, ihr habt jede Wohnung einzeln gemessen und geschaut, ob die auch dicht ist. Und sind die Wohnungen dicht? Also besser wäre es natürlich, wenn man 12 Türen einbauen würde und parallel messen würde. Hier hat man immer die Gefahr der internen Leckagen. Das heißt, dass eine Wohnung eine Verbindung zur anderen Wohnung hat. Und das war auch stellenweise hier der Fall. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass eigentlich, wenn man das Gesamtgebäude messen würde, dann hätte man einen nochmal besseren Wert. Die Werte waren recht gut, aber man hätte nochmal einen besseren Wert. Okay, dann vielen Dank. Und wenn Sie mehr wissen wollen über das Projekt, schauen Sie auf die Homepage von Umbau Törli. Und wenn Sie mehr wissen wollen über das Messdienstleister-Team, dann schauen Sie auf www.airtight-junkies.de.